welches Geheimnis hatte Mia? Ja, die Mia Maschke war funktionale Analphabetin. Sie hat aufgrund eines traumatischen Erlebnisses in der Kindheit den Anschluss in der Schule verpasst und hat niemals richtig lesen und schreiben gelernt, was ihr bis jetzt sehr, sehr unangenehm ist, weil sie davon ausgeht, dass wenn ihr Umfeld erfährt, dass sie diese Schwäche hat, sie einfach für nicht intelligent hält. Und das ist sie nicht. Sie ist wirklich sehr clever, sie weiß sehr viel, sie hat sich sehr viel Wissen angeeignet und das ist für sie eine sehr große Hürde. Was hat Mia alles angestellt, um das zu verheimlichen? Ach, sie hat auf jeden Fall sehr viel gelogen, ihr Leben lang. Freunde angelogen, Lehrer angelogen, hat viel geschummelt in der Schule, hat sich durchgeschummelt, hat, wenn es irgendwelchen Briefverkehr geben musste, alles über ihren Bruder regeln lassen. Ihr Bruder hat ihr alles immer vorgelesen, hat Briefe für sie geschrieben. Also sie hat sich halt wirklich durchgemogelt und hat aber daraus auch ein paar sehr kluge Kniffe für sich entwickelt. Also sie musste zum Beispiel, das hatten wir so als Szenen, zum Beispiel, wenn sie telefonieren wollte, hat sie nicht Namen eingespeichert von den Leuten, die sie kennt, sondern dann eben Fotos. Also sie hat, sie musste halt einfach sehr erfinderisch sein und sich irgendwie zu helfen wissen und hat aber auch Dinge eben getan, auf die sie nicht stolz ist. Also sie hat sehr viel gelogen, auch innerhalb der Serie, das haben wir über lange Zeit gespielt, hat sie ihre engsten Freunde angelogen, ihre Familie angelogen und darauf ist sie auch gar nicht stolz. Wie hat sich Mia ihr Wissen angeeignet? Durch ihren lieben, guten, kleinen Freund, den MP3-Player. Sie hat sich sehr viele Podcasts runtergeladen und hat sich dadurch einfach schlau gemacht über jedes Thema, das sie interessiert hat. Und hat auch innerhalb der Serie, das fand ich sehr, sehr niedlich, wenn sie das anbringen konnte, wann immer es ging, ihr Wissen mit eingebracht. Also wenn irgendein Thema aufkam, sie wusste immer, was dazu zu sagen und kannte Statistiken, wusste, was in anderen Ländern passiert. Also sie ist wirklich unheimlich intelligent und hat eben das Medium Internet dafür genutzt und sich Podcasts runtergeladen. Kannst du Mias Ängste verstehen? Ja, also ich kenne das von mir, wenn ich irgendwas nicht ganz so gut kann, wie ich es gerne hätte, dann und es mir vielleicht unangenehm ist, dann, also ich glaube, das kennt jeder von sich, dass er das vielleicht gern überspielt oder dass es einem unangenehm ist, über bestimmte Dinge zu reden. Also ich glaube, da kann sich jeder in einem gewissen Maß rein empfinden und ich verstehe sie total. Also ich kenne das Gefühl von mir auch, wenn ich denke, jemand könnte mich für dumm halten. Das finde ich persönlich auch nicht schön und deswegen kann ich das komplett nachempfinden natürlich, ja. Wie kommt Mia dazu, Lesen und Schreiben zu lernen? Also Mia hat den Versuch ganz oft unternommen, Lesen und Schreiben zu lernen, auch angetrieben durch ihren Bruder, hat es aber immer wieder abgebrochen, also diesen Versuch abgebrochen, weil sie, sobald es irgendwelche Rückschläge gab, der Meinung war, sie schafft es nicht, sie ist vielleicht doch zu dumm. Sie dachte, es ist vielleicht ein Beweis dafür, dass sie es einfach nicht kann, andere Menschen können es lernen, sie vielleicht nicht. Und im Verlauf der Serie gab es einige Situationen, die sie dazu gebracht haben, über ihren Schatten zu springen und auch Rückschläge in Kauf zu nehmen und trotzdem weiterzumachen. Also sie hat sich relativ zu Beginn verliebt in einen Mann, der für sie glaubt, sie unerreichbar ist, weil er eine sehr hohe Position in einer Firma hat, intelligent ist, natürlich lesen und schreiben kann. Und sie denkt, sie kann einfach nicht mithalten, sie kann nicht mitziehen. Und wenn er irgendwann herausbekommt, dass sie nicht lesen und schreiben kann, hält er sie wirklich für nicht intelligent und behandelt sie vielleicht auch auf eine Art, wie sie es überhaupt nicht möchte. Also das war schon sehr ausschlaggebend, aber es kamen auch noch andere Aspekte hinzu. Es haben zum Beispiel Familienmitglieder von ihr, die Anna, ihre Cousine, hat als erstes hier in der Serie herausbekommen, dass sie nicht lesen und schreiben kann. Nach und nach dann Freunde, Familie und es kamen halt andere Reaktionen ihres Umfeldes, als sie erwartet hat. Sie dachte, dass man sie vielleicht mit Spott irgendwie betrachtet oder dass man ihr aus dem Weg geht und ihr wurde ganz, ganz viel Hilfe und Unterstützung angeboten und das alles hat sie dann so rangetrieben, doch lesen und schreiben zu lernen und sie hatte letztendlich dann einen Freund in der Serie, Rolle Lars, der das wirklich praktisch in die Hände genommen hat, der hat ihr Bücher beschafft, der hat ihr CDs beschafft und hat gesagt, so, wir machen das jetzt zusammen und hat sich mit ihr zusammen auch hingesetzt, was für sie auch ein großer Schritt war, sich ihm anzuvertrauen und ihm auch so weit zu vertrauen, ihrem Freund, dass,
dass sie also vor ihm vielleicht auch mal Fehler macht. Und hat gemerkt, okay, selbst wenn sie irgendein Wort nicht richtig ausspricht oder nicht richtig schreibt, er hat sie trotzdem lieb und er hält sie deswegen nicht für dumm. Also es gab so mehrere Stufen und das alles zusammen hat sie dann bestärkt, den Schritt zu wagen und sie hat es geschafft. Schreib dich nicht ab. Lern lesen und schreiben. Das Alpha-Telefon hilft dir weiter. 0251 53 3344.